Also, wir sind hier wieder zurück in Fallout 3 vor dem Bunker. Ich habe die Röhrenquest abgeschlossen, ein paar Sachen verkauft. Spiele jetzt auf meinem Stuhl. Das heißt, ein bisschen weiter weg von der Kamera, aber so kann ich besser auf den großen Bildschirm hinter meinem kleinen Bildschirm, wo ich aufnehme, hinschauen. Sonst schaue ich die ganze Zeit auf diesen Bildschirm, muss aber auf diesen Bildschirm schauen. Ja, und jetzt hüpfen wir weiter in das Spiel rein. Die Quest, die wir zurzeit machen, ist diese hier. Lucy's Quest. Ich weiß gar nicht, ob wir die ganz zu Ende bekommen. Die ist ja gar nicht so leicht dann zum Schluss, aber Super Duper Markt kommt mir ein bisschen zu gefährlich vor. Maulwurfsratte, okay. Maulwurfsratte ist okay. Damit kann ich umgehen. Wenn wir diese Waffe aufbrauchen. Hopp, kommt schon das Ding. 95 Headshot. Ah. Guter Anfang, guter Anfang. So gefällt mir das. Die 45er Headshots, also 95%ige Headshot-Quote. Dreimal verkackt. Das kann ich, das kann nur ich. Das ist mein Extra. Ich möchte die Pistole irgendwie sofort verkaufen. Das ist, was wir zurzeit noch ansonsten mit haben. Mit haben. Ricola. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendwer baut da gerade von draußen. Ich höre Bauarbeiten. Ich bin neugierig, ich schaue da mal rüber. Was kann ich mir reinhauen? Blancos, Mac and Cheeses. Fliegenfleisch, das wird mich ein bisschen voll machen, ja. Da ich das Spiel nicht im Hardcore-Modus spielen kann. Ah, und die Tastatur noch immer nicht ganz weiß. Vielleicht wäre der Hardcore-Modus auch zu viel für mich. Man weiß es ja nicht. Oder man weiß es eigentlich schon, weil ich jetzt schon blind herumgeschossen habe. Bleefliege. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich umgehen. Was ist das hier draußen? Bleiben Bläfling? Wir sind im Klaren. Ja, ich werde mal heute Jite in dieses Spiel rein farmen. Can't hit me. Oh, die can. Sie können mich doch erwischen. Hab ich nochmal abgebrochen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel Schaden kriege von diesen Fliegen. Bin ja schon mal aufgeladen. Slow-Mo ist so geil in diesem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, warum andere Spiele das nicht haben. Oh, ich... Brahmin, okay. Brahmin ist gratis Farmen. Wenn ich nicht von der Blähfliege sterbe. Das wäre mal ein cooler Tod. Und dann Bleefliege getötet. Haben wir die falsche Taste. Ich will gar nicht heilen. Ich will schauen, ob da ein Bett ist. Wenn da ein Bett ist, kriege ich eine Gratis-Heilung. Wenn da Minen sind, kriege ich einen Gratis-Tod. Viel zu gefährlich, viel zu gefährlich. Und da sind da viele Brahmins. Einmal zu viel Kreis gedrückt. Ah, ich heile mich. Und geht dann Brahmins killen für Erfahrung. Was habe ich denn an? Keine Kopfbedeckung. Wenn, dann ist der Banzer noch ziemlich voll. Ah, aus den Perks. Eins nur. Noch ein zweites. Okay. Gehen wir mal Brahmins töten. Ich klicke ziemlich viele Tasten. Holzhammer, perfekt zum Brahmin töten. Falls ihr Veganer seid, schnell wegschauen.
Das war ein bisschen perverser als gedacht. Mach die Augen zu. Warum hat der so viel Leben? Der andere wirklich ein Sneak-Hit. Vielleicht ist das schon ein bisschen pervers, wie viel Erfahrung kriege ich da überhaupt? Zwei. Greift das mich jetzt an, das Ding? Greifst du mich an? Nein. Das sind die zwei Erfahrungen, die zwei Stück Erfahrung sind es nicht wert. Fliege. Noch viel zu viel Schaden. Zwei Stück Erfahrung. Okay, es könnte gefährlich sein, da könnte was Fieses drinnen sein. Ich weiß nicht, wie ruhig das Spiel ist. Ich habe ja die Radiomusik aus Magie machen müssen. Damit ich keinen Copyright Strike wieder kriege. Passt schon. Na, ein bisschen Heilung. Bisschen Heilung brauche ich. Auch mein Fallout-Shirt hat er extra an. Warum schaffe ich es nicht zu checken, dass auf R1 die Schießtaste ist und auf R2 nicht? Das ist anscheinend so ungewohnt. Das ist aus wie eine Falle. Fallen sind ja ganz tödlich in diesem Spiel. Das letzte, was ich will. Elektronikerbuch. Mist. I need it. Ganzen Dandy Bo ist Erbfer. Er hat die Moves. Das Grau ist eine C. Sorry, man. Ah, sie gibt den Bodenkopf. Ah, war das trocken. Stealth Boy. Hat sich auch jemand mit dem Stealth Boy erwischt, Mädel? Gott. Ah. Ja, unsichtbar immer angekommen. Pfeile, Blechdose, Nuka Quantum. Oh, warte mal, ist da. Nein. Aber das sind die ganzen Sachen, die man braucht für eine Waffe, die mir bekannt vorkommt. Kronkorkenmine, die ist tödlich. Altmetall brauchen wir für Walter. Schützbandage. Ich glaube, das brauche ich alles für eine Waffe. Wie heißt das Teil? Die Pfeile-Schießkanone. Den werde ich nie hacken schaffen. Irgendwo noch ein Safe. Wo ist das Safe? Sag es mir. Sag es mir. Ja. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Krass, 9 Minuten drinnen und schon fast gar nichts gemacht. Aber ich werde sehr viel herumexploren. Deswegen liebe ich dieses Spiel. Kopf aus und re-exploring rein. Meine Taschenlampe ausgeschalten. Jetzt erst. Immer schön R2 drücken, damit man Minen erkennt.
Das ist der Name des Spiels. Ich muss unbedingt checken, ob da irgendwas im Hintergrund läuft. Oh, hat mich gesehen, der bissige Hund. Ja. Ich glaube, es gibt keine negativen Flash-Effekte, bis auf Radioaktivität. Oh. Es hat dann so cooles Mods gegeben für Reshades und Flora. Wie totes Wasteland-Mod oder sowas in die Richtung. Oder Mods, die das Wasteland mehr Bäumen gibt. Mehr Bäume im Wasteland gibt. Mal auf dieser Brücke nicht minen. Ganz vorsichtig. So schwer was zu erkennen in diesem Spiel, weil es alles die gleichen Farben hat. Ich habe es euch ein bisschen heller gemacht. Hoffentlich nicht zu hell. Okay. Dann rauf hier. Ist jetzt schon eine Blähfliegenfolge. Ich sollte mehr auf Minen achten. Irgendwas gibt es bei einem See unten. Sind Smilurks? Even King, okay. Solange es keine Minen gibt. Keine Minen braucht das Spiel. Warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu denen. Ich hätte Sie fast über den Haufen geschossen. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie von Ihnen gesehen werden. Okay, es waren keine Minen, es war nur ein Granatwerfer. Ach du Kacke. Der Typ schießt mich fast am Haufen. Dschungelmuni. Leider habe ich das Chinesische nicht bekommen. From Megaton. Was zum Teufel tun Sie denn hier draußen? Das ist großartig. Aber ich muss mich momentan um wichtigere Probleme kümmern, als für diesen Ort das Postamt zu spielen. In dieser Jauchegrube fängt bald die Kacke an zu dampfen und ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann. Sie sind nichts von beiden. Wenn Sie das wären, lege jetzt eine abgebrannte Geisterstadt vor Ihnen. Ich glaube, Sie sind nur eine Bande von Mistkerlen. Naja, anfangs haben sie typischen Gangmist gebaut, Sachen kaputt gemacht und einen Heidenlärm veranstaltet. Aber sie warten immer Abstand. Aber letztes Mal sind sie zu weit gegangen. Sie haben all unsere Brahmine getötet. Und Brahmine sind hier draußen lebenswichtig. Oh, nein, das war ich. Das war nicht sie. Sorry, Bro. Ich verschweige nichts. Die Familie ist nichts weiter als eine Bande verdammter Dreckskerle. Na klar, ich gehe einfach hin und lege ganz alleine alle um. Sagen Sie mal, tickt's bei Ihnen noch richtig? Sobald Sie in die Stadt einrücken, verschließe ich wie jeder andere meine Türen. Wir könnten hier wirklich Unterstützung gebrauchen. Ich will die Rampe hier nicht aus den Augen lassen. Man kann nie wissen, wann die Familie zurückkehren wird. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht? Reden Sie mit David West, Karen Shenzi und Ken Ewers. Ich kann die Nachricht nicht annehmen. Sie müssen sie wohl selbst einem Angehörigen der Familie West bringen. Früher lebten hier mehr Familien. Die meisten haben inzwischen ihre Zelte abgebrochen und sind in schönere Gegenden gezogen. Diejenigen, die noch hier leben, bleiben wegen der Familie in ihren Häusern. Ich glaube, die Familie lebt östlich oder nordöstlich von hier. Ich kann aber nicht genau sehen, wohin sie geht, weil sie immer im Dunkeln reist. Die könnten sich an allen möglichen Orten verstecken. In Hamiltons Schlupfwinkel, im alten Moonbeam Kino oder in der Metrostation Northwest Seneca. Ja. Vorsicht, ja, ich habe einen lockeren Abzugfinger. Hast du mich genannt?
die Familie in diesem Spiel, La Familia. Hallo? Ist das der Briefträger? Ach, ich hoffe, mein Herbstkatalog ist endlich da. Klar, ja, ich habe den Herbstkatalog. Feuerwehrmänner, nackt, diesmal. Ach, prima. Ich kann es kaum erwarten, die neueste Mode zu sehen. Bitte, kommen Sie doch herein. Einen Augenblick, ich sperre die Tür auf. So leicht ist es. Was zum Teufel haben denn Sie hier drinnen verloren? Verschwinden Sie, verdammt nochmal! Ach, zum Kuckuck. Hören Sie, meine Frau ist dumm wie Stroh, ja? Wenn Sie mit jemandem reden wollen, dann müssen Sie mit mir reden. Also, was zum Teufel wollen Sie? So etwas dürfte man heute nicht mehr machen in Videospielen. Da darf nur noch der Mann dumm wie Stroh sein, aber nicht mehr die Frau. Puh, gut gealtert aber. Uns geht es bestens. Einfach herrlich. Ich liebe es, in meinem Haus zu sitzen und Däumchen zu drehen. Sagen Sie, Mr. King, den ganzen Tag hier herumzusitzen macht uns kein bisschen sicherer. Wir müssen etwas unternehmen. Naja, er ist Ortsbürgermeister oder Sheriff oder wie auch immer er sich nennt. Er hat hier ganz allein das Sagen. Wenn er sagt, dass wir ins Haus gehen und dort warten sollen, dann tun wir das auch. Alle suchen vor der Familie Schutz. An ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann reden Sie mit Evan King. Das ist verkommener Abschaum, der beschlossen hat, Arifu als privaten Vergnügungspark zu missbrauchen. Die sind völlig außer Rand und Band. Ich würde ja gern auf sie schießen, wenn ich könnte. Aber wenn man sieht, was sie den Brahminen angetan haben, würde ich das nicht lange überleben. Ach, die Brahminen haben bei mir auch nicht zurückgefaltet. Gut, verschwinden Sie! Ist kein Problem, Alter. Mach die Brahminen. Hallo? Sie sind vom Herumlaufen in dieser grässlichen Hitze bestimmt erschöpft. Ach, und hungrig sind Sie sicher auch. Nehmen Sie bitte Platz. Ich heiße Braley Ewers. Machen Sie sich nichts aus meinem Ehemann Kenneth. Er ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Das ist doch nur nett. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich backt Mrs. West gerade ihre berühmten Plätzchen und die Kinder spielen alle im Hof. Draußen ist es so schön. Das Gras sieht um diese Jahreszeit wundervoll aus. Ich mag das Braun auch, ja. Nun, darüber muss ich mit meinem Mann sprechen. Wir könnten es bei der nächsten Sitzung des Hausbesitzerverbands zur Sprache bringen. Ach, ich liebe diese Sitzungen über alles. Ich glaube, ich werde Brötchen mitbringen. Okay, cool. Sonst noch was? Um was geht's denn, hm? Ach, er ist ja so ein Schatz. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen Konserven machen, die er so sehr mag. Tschüss, kommen Sie bald wieder. Ich setze mich mal bei euch hin. Ihr habt gesagt, es gibt was zum Essen für mich. Ich meine, muss da schauen. Nein, kann ich nicht. Kaffee und Wasser, dann ist eh alles leer. Okay, dann halt nicht. Bitbot kann ich aufheben. Okay. Wir schlafen. Nicht mal schlafen kann ich bei denen. Schwach. Was für eine wunderschöne Aussicht hier oben doch. Ist doch ein schönes Apokalypsenhaus. Mit dieser Aussicht kann es sich schon leben. Das Gras, es ist so schon grün. Das schöne grüne Gras, wenn ich runterfalle und sterbe, bin ich nicht tot. Bin ich tot. Ja, wer ist da? Ach, er hat sie also geschickt? Es ist auch höchste Zeit, dass er endlich etwas unternimmt. Kommen Sie herein, ich werde die Tür aufschließen. Wen haben wir hier? Es ist schön, in dieser Gegend ein freundliches Gesicht zu sehen. Das hat es hier schon lange nicht mehr gegeben. Ich heiße Karen Chancey. Wunderschöne Augen hat sie irgendwie. Hat überhaupt nicht nach einem Psychokiller aus. Die terrorisieren uns nur ständig. Verlocken uns dazu, unsere Türen zu öffnen, werfen Flaschen an unsere Häuser und schreien uns an. Wenn King hinter mir stehen würde, würde ich rausgehen und ihnen zeigen, was ich von ihren Besuchen halte.
Vor allem nach ihrem letzten Überfall. Ich habe schreckliche Angst. Ich bin froh, dass er wissen will, wie es uns geht. Aber wenn nicht bald jemand was unternimmt, bleiben wir ewig drin. Er ist ein erbärmlicher Feigling. Sein bestes Gegenmittel gegen die Familie ist es, sich im Haus zu verstecken. Klar, was die daraus schließen. Sie werden denken, dass sie mit uns machen können, was sie wollen und wann sie es wollen. Das stinkt mir. Und King stinkt mir ebenfalls. Wir haben furchtbare Angst. Erwin King hat jeden so eindringlich vor der Familie gewarnt, dass niemand einen Fuß nach draußen setzen will. Dieser Blödmann gibt hier den Ton an. Aber denken Sie, er würde etwas gegen unser Problem unternehmen? Nicht die Spur. Okay, Karen. Gehen Sie. Genau wie jeder andere auch. Sie heißt Karen. Zufall? Soll ich dich zum Manager von den von der Familie bringen, Karen? Kein Karen Haarschnitt. Das noch reinmodden kann im Nachhinein. Ich weiß, dass man von dieser Brücke runterfliegen kann. 50, wie viele haben wir? Ich kann nicht weit davon entfernt sein, oder? Oh, nein, da renne ich nicht drüber. Nächstes Level up. Hol ich mir sein Haus. Schön hier. Sie haben sich für den Raider Deko-Stil entschieden, wie es ausschaut. Gefällt mir gut, dieser Deko-Stil. Überhaupt, wenn sie von der Dach runterhängen. Warum bewegen die sich noch? Ich habe zu wenig Medizin. Oh. Aber ich kann Näppchen machen. Ah, schön. Und gleich wenn zum Kuscheln da. Tilda. Okay, Medizin muss auf 30 sein. Medizin muss auf 30 sein. Und. Ist das ein Messer? Buttermesser. Und Dietrich auf 50. Ich bin mitten in der Nacht da. Mitten in der Nacht. Okay, reden wir nochmal mit ihm. Es ist gerade dunkel, also sollte ich hier nicht herumlaufen. Hey, Bro. Was haben Sie gesagt? Geht es allen gut? Die Familie muss Sie beim letzten Angriff erwischt haben. Diese miesen Hunde. Verflixt und zugenäht. Wenn wir doch nur mehr Männer hätten, dann könnten wir es mit ihnen aufnehmen. Ich habe es satt, dass sie diese Stadt terrorisieren. Moment mal. Wurde während der Durchsuchung bei den Wests die Leiche ihres Sohnes Ian gefunden? Nein, Mann. Das muss die Familie gewesen sein. Ich habe ihren verrückten Führer dabei erwischt, wie er unten am Fluss mit Ian sprach. Ich weiß, dass ich sie schon um vieles gebeten habe. Aber sie müssen diesen Jungen finden. Er hat etwas Besseres verdient. Danke, Junge. Sie sind in Ordnung. Den Brief brauche ich Ihnen nicht geben. Wenn ich die Familie das nächste Mal sehe, wird sie für alles büßen. Ja, genau. Wenn du das sagst, wie spät ist es in dem Spiel? Ich habe schlecht geschlafen. Noch mal eine Runde schlafen jetzt. Nein, gehen wir ein bisschen den See da unten erkunden. Wenn ich auf diesem Bildschirm schaue, ist das eh alles hell. Wenn ich auf den großen schaue, sehe ich fast gar nichts. Überblendet das Sonnenlicht noch genau hinauf. Das Rest Sonnenlicht, was ich nicht verdecken konnte. Okay, wir haben da noch ein paar Punkte, die wir uns anschauen können. Ich weiß, hier sind noch irgendwo Gegner. Ja, Malux. Verdammt. Schlechte Nachricht für mich. Malux ist fast exklusiv, Sachen ziemlich gut.
Du nimmst gerade nicht sehr viel Schaden. Verdammt. Okay, diese Fights sind es nicht wert. Da sieht man jetzt die Schwierigkeit zum ersten Mal in vollen Effekt. Ich gehe lieber mal in diese Richtung. Zum See kann ich ja noch mal runtergehen sonst. Raider. Den habe ich schon gesehen. Kopf. Hör zu! Oh. 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 Verdammt! Oh, stopp! Ja, die Fights werden schon tougher. Aggressives Kerlchen ist. Verdammt. Der Backtrackmeister ist da. Ich brauche dann einen Baseballschläger. Okay, wo ist das Mädel hin? Hier ist sie. Deine Baseballschlägergabe und deine Kleidung, ohne ziehen zu schauen. Lederrüstung, nichts zum Reparieren, Radar, welches mehr wert? Das gleiche. Baseballschläger, Okay. Okay, schauen wir mal, was da vorne so gibt. Vielleicht ein kleines Lager. Ich hoffe nicht, dass das Spiel abstürzt oder freest irgendwann. Ein Baseballplatz. Verstehe. Genau das ist die Raider-Dekoration. Ein toter Mann, der da rumliegt. Baseball, verdammt. Wer braucht denn so einen Dreck? Gleisgewehr. Gleisgewehr. So hat das Ding geheißen. Ah, nehmen wir das mit. Habe ich dann etwas hier gefunden zu verkaufen. Ui. Wo ist Megatron? Da.
Ich gehe Sachen verkaufen. Episode ist vorbei. We out.